Russland. Ja. Ich hoffe, ihr habt Bock auf ein kleines Abenteuer. Wir sind auf dem Weg nach Marrakesch. Das sind wir allerdings. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir stehen jetzt hier auf dem Campingplatz. Auf einem super Campingplatz. Wirklich toll. Vielleicht nochmal zurückspulen zur letzten Woche. Da ist bei uns gefühlt gar nichts passiert. Also wir haben eigentlich echt mal ein paar Tage kamerafrei verbracht und ja, ein bisschen gearbeitet, ein bisschen an Projekten gearbeitet. Und sind dann vor 2 Tagen auf dem Campingplatz hier in Marrakesch angekommen oder bei Marrakesch. Und der ist echt super. Und jetzt sind wir auf dem Weg zum Taxi. Wir wollten natürlich nicht irgendwie mit dem Van reinfahren, weil das ist einfach Vollkatastrophe anscheinend. Deswegen geht's jetzt zum Taxi und ab nach Marrakesch und wir nehmen euch natürlich mit. Ich bin gespannt, wie Marrakesch ist. Also hat ja schon irgendwie Vorstellungen, aber ich bin echt gespannt, wie es drin wird. Ja, so dick und viel Manafi. رغم المسافات وسط المناحات والغيوم إلى من عاش حرا كمن نسور عظما فداك الشوارع البيوتات والزقوقات البنيات والولادات الشديرات والتراب. Erstes Empfinden. Ich bin erstmal schon froh, dass wir mit dem Taxi reingefahren sind. Ja. Das ist reiner Selbstmord, mit dem Van hier reinzukommen. Und jetzt, ja, es fängt gleich richtig an. Also das Marrakesch-Feeling lässt nicht lange auf sich warten. Wir sind jetzt in der Medina drin, im Innenstadtzentrum. Erste 3 Minuten und schon völlig reizüberflutet mit Eindrücken und Gerüchen und schon heftig, was es hier alles zu sehen gibt und was man essen könnte. Nachher essen wir auf jeden Fall noch viele leckere Sachen. Ja. Aber jetzt müssen wir erstmal richtig ins Zentrum rein. Erstmal die Orientierung suchen. صاحب برس بارو يا خليل في المكان ومجدا عمر الفوت طال ومجدا ابراهيم بن ياس كان ومجدا عمر الفوت طال ومجدا ابراهيم بن ياس كان Der Kenner konnte auch mal wieder einer von denen perfekt Deutsch. Echt? Ja, ja. Glück gehabt. Ja, ja. Also das Handy kann man hier getrost zu Hause lassen. Ist sowieso unmöglich hier zu navigieren.
Links lang. Links lang? Na gut. Vielleicht kriegt's Anne noch hin. Ich krieg's auf jeden Fall nicht mehr hin. Sind schon einmal irgendwo fast ins Haus reingelaufen, weil wir einfach Google gefolgt sind. Erstes Streetfood heute in Marrakesch. Und? Wie so Samosas, oder? Ja, aber ist mit Reis gefüllt. Gut? Ja. Kann man gut essen. Jetzt gibt es erstmal einen Saft. Es ist einfach ein riesen Markt. Diese Stadt besteht aus nichts anderes außer Markt. Das ist völlig absurd. So, von allen Seiten wird man angesprochen. Selbst die Saftverkäufer betteln sich hier gegenseitig, dass man bei ihnen kauft. Ja. Beleidigen sich hier gegenseitig. Und? Gut? Ja, aber es ist deiner. Ist meiner? Ja. Komm, ich wollte ja einen Orangensaft haben. Also ich weiß nicht, ob ich einen Orangensaft kriege, aber ich habe ihn bestellt. So, wir haben uns erstmal vom Getümmel weggeschlichen, um ein bisschen zu checken, was wir als nächstes machen. Es ist super, super cool, man sieht sehr viel. Leider gibt es auch wieder sehr viel Tierleid, was zur Schau gestellt wird, an welche Affen und Schlangenbeschwörer und hast du nicht gesehen. Das ist wirklich grausam, ist, von eingesperrten Schildkröten, Chamäleons bis hin wirklich zu Affen in Fußballtrikots und an der Kette. Wir werden uns jetzt in Richtung eines Palastes begeben. Ja, der El Badi Palast. Yes. Und dann schauen wir uns den mal an. Wir haben es gefunden. So, ich wurde hier zum Reiseleiter erklärt und ich glaube, ich mache das gar nicht so schlecht. Ja. Folgt mir für mehr Tipps. Wir haben den Palast Bahia gefunden. War irgendwie gar nicht so leicht, weil es hier so viele Paläste gibt. Aber das sieht jetzt echt cool aus. Ich bin gespannt, was wir jetzt gleich sehen werden. Der Palast lohnt sich mal richtig. Ja, das sind ist jetzt richtig hier, schön. Wir sind jetzt hier in den Gärten von diesem Palast, vom Bahia. Bahia, ja. Mega cool, also wirklich richtig schön. Vor allem mit den ganzen Mosaiken und Fliesen. Also gefällt mir richtig gut, kann man sich echt gut angucken. Ist sehr kurzweilig. Raus aus dem Palast. Wir gucken jetzt, ich habe richtig Hunger, ich brauche irgendeinen Snack. Und auf dem Weg gucken wir uns noch die Synagoge an, wenn wir sie finden. Einfach zu. Einfach zu hier alles. Ja. Was ist hier los? Eine besondere Stimmung. Wichtig ist, dass in der kleinsten Gasse noch ein Moped durchpasst. Ich glaube, danach werden die Gassen gebaut. Hier sieht man jetzt überall Riads. Das sind ja diese typisch marokkanischen Unterkünfte, wenn ich richtig informiert bin. Und da hat man ja in der Mitte einen Innenhof, der dann auch frei ist. Und dann ringsherum ist dann so, die Zimmer sind da dann gebaut. Ja, hätten wir jetzt nicht so einen coolen Campingplatz, hätten wir uns, glaube ich, auch fürs Wochenende in Riad genommen. Also das ist so ein, Teigfladen mit Schmelzkäse und Honig, klingt richtig verrückt. Und das ist wie so eine Art Crepe, glaube ich, mit Tomaten,
Käse und Oliven. So ein Hunger. Und man ist irgendwie verleitet, dann immer ein bisschen zu viel zu kaufen. Also bin gespannt, ob ich beides schaffe. Das mit Honig, das, ich fand einfach die Form so interessant. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das schmeckt. Aber jetzt erstmal das Herzhafte mit Oliven und Schmelzkäse. Oder so Scheibenkäse ist das. Und scharfer Soße. Und? Richtig lecker. Ein bisschen wie ein Dürüm in die Richtung. Nicht wirklich scharf. Könnte schärfer sein für meinen Geschmack. Echt, ich rieche es aber. Echt? Hm? Das ist wie diese, was haben wir für eine, dieses Harissa. Harissa. Ah, das ist super lecker. Okay. Ich probiere kurz mal das Süße. Eine wilde Mischung. Ja. Nur für euch. Das ist mit Honig und Schmelzkäse. Auch gut. Man schmeckt nur ganz leicht den Honig raus und Schmelzkäse eigentlich gar nicht. Aber das ist mein Favorit. Vor ein paar Folgen hatten wir es ja gerade erst, dass ich ein bisschen so ein Snack-Opfer bin. Und jetzt haben wir den Salat. Anne hat jetzt nämlich Hunger und will was essen. Und ich habe noch so gar keinen Hunger, weil ich mir jetzt gerade die zwei Dinger da reingepfiffen habe. Jetzt haben wir so ein kleines Problem, wir beiden. Nein, ich kann auch noch warten. Kannst du noch warten? Ja. Also ich glaube, so eine Stunde wäre ganz gut, wenn wir die noch warten. Dann setzt sich auch so langsam das Licht nach unten und dann lässt sich es auch schöner dinieren im Restaurant, glaube ich. Wir haben uns nämlich dazu entschieden, heute israelisch zu essen. Das ist noch verrückter als am Tag. Jetzt kommt hier Mickey Mouse und Super Mario um die Ecke. Wir können irgendwelche komischen Spiele auf der Straße spielen. Absolut verrückt, absolut verrückt. Es gibt orientalische Pasta mit Linsen, Koriander, Knoblauch und gebratenen Zwiebeln. Das hört sich aber geil an. Ja. Ich bin gespannt. Mir gibt es Nudeln mit Linsen und so Röstzwiebeln und Granatapfelkerne. Das sieht so gut aus. Also auch deins, unabhängig davon, ob ich das mag oder nicht, sieht sehr, sehr gut angerichtet aus. Das war vorhin alles noch nicht da. Die sind alle erst bei Nacht rausgekommen. Richtig verrückt. Alles voll. Alles voll. Macht euch gar keinen... Hallo. No, thank you. Maybe later. Maybe later. Das sind richtige Essen. Ja. Das sind richtige Essenstände. Ja. Krass. Wieso haben wir hier nicht gegessen? Ja, wirklich. Morgen essen wir hier. Ja. Das war richtig heftig. Guck mal, wir gucken uns das jetzt mal an, was es hier so gibt. Führ uns mal durch, Herr Schatz. Falls wir morgen nochmal reingehen, werden wir, glaube ich, auf jeden Fall hier auf diesem Markt essen. Es riecht auf jeden Fall alles so lecker. Wir mussten die Geschehnisse von Marrakesch erstmal ein bisschen verarbeiten. Wir dachten, gegen Abend wird es ein bisschen... Ja, ein bisschen entspannter, aber es ist gefühlt noch viel mehr passiert und noch viel mehr Eindrücke. Jetzt haben wir uns vorgenommen, um das Ganze mal ein bisschen sacken zu lassen und zu verarbeiten, machen wir erstmal eine Runde Sport heute Morgen.
Und dann starten wir den Tag ganz gediegen ins Wochenende mit einem schönen Frühstück. Ist das hier Campingverhalten? Ja, wir sind auch im Campingplatz. Nudel. Ja, jetzt haben wir erstmal eine Runde Sport gemacht hier. Sport frei. Schönes Wetter. Richtig ordentlich aus, das machen wir nicht nur für die Videos, aber man muss es auch regelmäßig putzen. Das mache ich jetzt. Das nennt man mal Fehlkommunikation mit dem Campingplatz. Wir dachten, die trocknen unsere Wäsche noch, haben sie nicht gemacht. Das stand jetzt ein Tag nass im Wäschesack an der Rezeption rum. Naja, jetzt hängen wir das hier auf. Und zum Glück haben wir Wäscheleinen dabei. Das ist so ein Gadget, was man gerne mal vergisst zu Hause. Wäscheleinen, sehr wichtig, mitnehmen auf jeden Fall. Ich hänge Wäsche auf und dann wird gefrühstückt. Dann wird erstmal gefrühstückt. Ja. Richtiger Haushaltstag heute. Ja, der macht sich nicht von allein, habe ich gehört. Wäsche gewaschen haben und den ganzen Van noch mal auf Vordermann gebracht haben, waren wir noch mal in Marrakesch drin. Und es war wieder so verrückt wie am ersten Tag. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Wir haben auch echt ein paar Kuriositäten entdeckt und ein paar Sachen, die man so normalerweise in anderen Städten nicht entdeckt. Ein besonderer Moment war, als eine Beerdigungszeremonie direkt neben uns ja, durch die Straßen, durch Marrakesch gelaufen ist. Der Leichnam wurde da zur Moschee getragen und einfach so durch die Straßen. Das ist natürlich für einen Europäer erstmal ein ungewohntes Bild, aber ist natürlich hier wahrscheinlich gang und gäbe in Marokko. Jetzt gibt es erstmal Mittagessen. Wir haben heute noch nichts gegessen. Wir sind jetzt los. Wir haben den Campingplatz verlassen, sind jetzt auf dem Weg mitten rein in die Richtung Wüste, mitten rein nach Marokko. Und die Straße hier ist absolut wild. Wir fahren jetzt über irgendeinen Pass. Und ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund erkennen kann. Das ist unsere fortlaufende Straße und die Straßenbedingungen sind einfach katastrophal. Sehr staubig, man sieht teilweise gar nichts. Ich bin gespannt, ob wir heile ankommen. Uns hat schon einmal richtig aufgesetzt mit dem Fahrzeug. So sieht das hier auf unserer Strecke gerade aus. Wir sind jetzt hier mitten im Atlasgebirge. Hinter uns, da sind zwei, drei ganz große Gipfel, da ist sogar Schnee oben drauf. Ist schon eine etwas anspruchsvollere Strecke, wobei ich sagen muss, gerade der Anfang war richtig eklig zu fahren, weil da nichts geteert war und alles Baustelle aufgerissen und staubig. Jetzt hier ist eigentlich easy going, hier fährst du einfach lang. Und sonst bin ich mal gespannt, was uns auf der anderen Seite dann erwartet. Bist du auch gespannt? Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Am
Abenteuer geht weiter. Die Straßen wechseln zwischen gut und absolut grottig. Und jetzt ist hier erstmal eine Baustelle. Müssen wir erstmal warten, weil der Herr hat uns gebeten, ihn zu machen. Hinter uns, seht ihr jetzt nicht, im Spiegel habe ich gerade gesehen, hinter uns wollte auch schon ein Auto überholen und einfach vorbeifahren. Wir sind angekommen in Ouarzazet oder so ähnlich. Ich glaube nicht, dass ich es richtig ausgesprochen habe. Wir sind jetzt hier auf einem super tollen, schönen Campingplatz angekommen und den zeigen wir euch aber morgen. Vor allem wurden wir herzlich empfangen. Super schön. Super schön. Erstmal einen Tee getrunken. Fahrt war mit 3,5 Stunden angegeben. Es waren bestimmt 5,5 Stunden. Jetzt war echt anstrengend, aber wir sind gut angekommen. Das ist das Wichtigste. Sie ist echt abenteuerlich, aber wunderschöne Aussichten. Wir kochen jetzt eine Runde. Ich habe jetzt hier, beziehungsweise wir haben jetzt hier vegane Frikadellen gibt es heute. Und dazu, was gibt's noch, Chefin? Zu den Veggie-Frikadellen, das Pulver haben wir noch aus Deutschland, gibt es Rosmarinkartoffeln, Knoblauch-Rosmarinkartoffeln und. Ich traue mich gar nicht, es auszusprechen. Mischgemüse. Geil. Ja, also wir hatten gerade einfach mal Lust auf was anderes, weil wir die letzten 4 Wochen jetzt in Marokko irgendwie doch viel Aubergine, Karotten, Zucchini gegessen haben. Hatten wir heute einfach mal Bock, ja, was anderes, ein bisschen Alman-Essen zu kochen. Das gute Bonduelle Mischgemüse, das kostet hier sage und schreibe 2 Euro pro Dose. Klar, also die Märkte sind viel, viel, viel günstiger, da kaufen wir auch eigentlich immer ein. Aber so ein paar Grundsachen, was heißt Grundsachen, aber so ein paar Sachen, die man sich dann vielleicht auch mal gönnen möchte, die kaufen wir dann im Carrefour und also meiner Meinung nach halten sich die Preise auch in Grenzen. Heute gönnen wir uns Mischgemüse. Schon ein bisschen absurd, aber mein Gott. Also ansonsten ist es halt auch wirklich das Gemüse, das frische Gemüse ist sehr, sehr günstig. Ja. Und man lebt, also Tankrechnung ist auch günstig, deswegen kann man sich auch mal ein bisschen Mischgemüse gönnen. Und eine Schokolade. Ja, war auch nicht so teuer, gell? Nee, die Milka-Schokolade war echt. Dann auch immer genau das, was hinter der Grenze eigentlich wartet, das nächste Abenteuer. Ja. Und das finde ich dann wiederum eigentlich richtig geil. Also wenn man durch diese Grenzkontrolle ist, dann ist es, würde ich sagen, einfach nur noch pure Vorfreude auf das, was jetzt kommt. Weil dieses Ganze, sich auf neue Situationen einlassen, mal aus der eigenen Komfortzone rauszugehen. Morgen! So, wir starten den Tag mit Kaffee und einer Schüssel Müsli. Wir müssen hier schon echt die Heizung laufen lassen, es ist kalt. Ja, es ist wirklich kalt, so habe ich mir es überwintern aber nicht vorgestellt. Ja, das ist wirklich so eine Vorstellung, die man von der Wüste hat, dass es einfach übertrieben kalt in der Nacht wird und so ist es auch hier. Und wir sind ja noch nicht mal in der Wüste, und wir sind ja noch 4 Stunden entfernt. Kurz davor, genau. Und wenn ihr wissen wollt, wie es in der Wüste aussieht und was wir da erleben, dann schaltet auf jeden Fall nächste Woche wieder ein. Wir werden jetzt erstmal noch ein bisschen arbeiten. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Damit unterstützt ihr uns und auch immer die Content Creator, die euch gefallen. Das ist für uns sehr wichtig. Deswegen, falls euch das gefallen hat, würden wir uns sehr über ein Like freuen. Ja, und wir freuen uns, euch nächste Woche wieder zu einer neuen Folge begrüßen zu dürfen. Wir mummeln uns jetzt hier richtig ein und ja, wünschen euch ein schönes Wochenende. Können euch diese Woche keine Sonne ins kalte Deutschland schicken. Nee, die brauchen wir selber. Tschüssi. Tschüss.